Willkommen zurück zu meinem neuen Video. Heute geht es um dieses kleine Büchlein. Das ist mein Bullet Journal, quasi ein selbstgemachter Kalender mit vielen weiteren Seiten, wie zum Beispiel Zielplanung, was ich lernen möchte, welche Filme ich schauen möchte und so weiter. Denn ich bin ein absoluter Planfreak. Also ich muss alles planen und ich muss alles ordentlich haben und aufschreiben und runterbringen. Denn sonst ist mein Kopf platzt sonst. Und ich zeige euch heute, wie ich mein Setup aufgebaut habe und wie das Ganze so aussieht. Also viel Spaß dabei! Angefangen habe ich mit einem Titelblatt, wo 2018 drauf steht. Das habe ich vorher vorgemalt. Das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, dass ihr alles vorher mit Bleistift vormalt und dann einfach nur nachmalt. Und dann habe ich unten noch ein kleines Zitat: New Year, New Me. Das ist so klischee-mäßig, aber ich finde, das ist immer eine gute Erinnerung, dass man im nächsten Jahr oder im neuen Jahr das machen soll, was man möchte. Dann habe ich mich für eine Jahresübersicht entschieden. Ich habe von Monday bis Sunday und von Januar bis Dezember einmal alles aufgeschrieben, denn ich finde das immer eine gute Übersicht, wann die Feiertage sind. Vielleicht sieht, ich habe auch vor zwei Seiten rausgerissen, denn ich habe vorher nicht mit Bleistift vorgearbeitet und so einige Fehler reingehauen. Deswegen habe ich mich entschieden, vorzuarbeiten und das alles ordentlich mit Bleistift aufzuschreiben. Falls ihr euch fragt, welche Stifte ich benutzt habe, die habe ich in der Infobox verlinkt. Dann habe ich mich für eine Art Future Lock entschieden. Ich habe also nochmal alle Monate in Spalten aufgeteilt und dazu nochmal von Montag bis Sonntag halt die Daten quasi hingeschrieben, damit man nochmal eine bessere Übersicht hat. Und dann habe ich am Ende wichtige Daten, zum Beispiel Geburtstage, mit einem hellgrauen Stift angemarkert und darunter hingeschrieben. Also das ist hauptsächlich für wichtige Events, Geburtstage oder ähnliches. Dann habe ich mich hier für eine Erinnerungsseite entschieden, denn ich wollte hier alle tollen Events, Momente, Erinnerungen von 2018 aufschreiben, also direkt, wenn ich was erlebt habe, kurz zusammenfassen. Dann habe ich mich hier für eine Seite Adventures bzw. Abenteuer entschieden, denn ich möchte einen Roadtrip machen, ich möchte wandern gehen und da werde ich all die Sachen draufschreiben, die ich in 2018 machen möchte. Hier habe ich mich für die Seite Things I Want to Learn oder Dinge, die ich lernen möchte, entschieden. Wie Boxen, Kalligrafie, das sind ja so Beispiele. Hier habe ich einmal eine Seite 2 geteilt, denn man kann hier in zwei Spalten schreiben. Einmal Movies to Watch, also Filme, die ich unbedingt gucken möchte, genauso wie Bücher, die ich schon lange lesen will. Aber viele von euch wissen, ich lese nicht allzu gerne, deswegen brauchte ich auch nicht ganz so viel Platz dafür. Das ist meine persönliche Lieblingsseite, Netflix.
also TV-Serien, die ich unbedingt schauen möchte oder auch gerade gucke wie Gossip Girl. Da habe ich ganz viele aufgelistet und gleichzeitig auch die Anzahl der Staffeln daneben geschrieben und die rot markierten habe ich schon geguckt und die anderen nicht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Übersicht, dann weiß man ungefähr, wo man ist und was man noch vor sich hat. Dann habe ich noch eine Seite für YouTube eingeplant. Und zwar geht es hier um den Wachstum. Rechts steht das Datum. Da soll das Datum hin, wann ich einen gewissen Meilenstein erreicht habe. Wie zum Beispiel 7000 Abonnenten, was vielleicht demnächst bevorsteht. Hier ist eine relativ unspektakuläre Seite. Und zwar Projekte. Noch steht nichts an. Ich habe noch nichts geplant. Aber falls man irgendwie ein paar Dinge plant, zum Beispiel wie ich letztes Jahr 24 Videos im Dezember gemacht habe. Das wäre halt so ein Projekt, was man darauf schreiben könnte. Und ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, ob ich das dieses Jahr wieder machen soll. Hier habe ich mit einem Zirkel vorgemalt einen Kreis, wo drin steht Reach Goals, also erreichte Ziele. Außenrum habe ich das aufgeteilt in Januar, Februar, März, April bis zum Dezember hin. Und dann werde ich da immer eintragen, in welchem Monat ich welches Ziel erreicht habe. Meine Ziele habe ich in einem separaten Buch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn euch generell diese Art von Videos gefällt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, dann mache ich auf alle Fälle mehr davon. Und wir sehen uns beim neuen Video wieder. Bis bald!